Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Große Party, denn Lascher öffnet einen dreistöckigen Store hier in München und da ist jede Menge reingepackt worden. Was genau? In dieser Sneak Peek und mit ein paar Infos. Ihr solltet das nicht verpassen, also dranbleiben. Am 8. November war es soweit. Die neue Lasch-Filiale in München in der Kaufinger Straße wurde eröffnet und auf 3 Etagen und 1300 Quadratmeter ist dieser Store einer der größten und er befindet sich da, wo früher der Deichmann war. Also für alle die, die mal vorbeischauen wollen, wirklich gut gelegen und es gibt ja auch jede Menge zu erleben. Das gesamte Produktsortiment mal richtig schön groß präsentiert, nicht so wie üblich in den eher kleineren Stores, wo die Übersicht ja etwas schwieriger war. Hier findet man wirklich alles und es gibt richtig viel zu sehen. Hier zum Beispiel die Winkelkatzen, die fand ich hier richtig süß, deswegen auch hier im Video. Und natürlich gibt es nicht nur Produkte, sondern auch jede Menge Kunst zu sehen und zu erleben. Und das macht natürlich hier das Verweilen besonders schön. Es gibt ja auch eine Kaffeebar, aber auch Loungen eben zum Verweilen. Ja, natürlich war ich nicht nur hier, um die Location mir anzugucken, sondern ich habe mir einfach mal das ganze Produktsortiment erklären lassen und war wirklich überrascht, was es alles gibt, von Parfums über dekorative Kosmetik, alles. Aber nicht nur ich habe es erlebt, sondern auch die Gäste einfach reingehen und einfach mal alles ausprobieren. Dafür ist der Lush Store da. Auch eine tolle Geschichte sind diese Badebomben, die man sich selbst zusammenstellen kann. Besser gesagt, man kann das Innenleben mit Früchten, hier mit so getrockneten Beeren zum Beispiel auch befüllen, schließen und fertig ist ein tolles Geschenk. Ja, Geschenk, Weihnachten steht vor der Tür und in der obersten Etage befindet sich ein Weihnachtswunderland, ein Hammer. Überraschung, ich war richtig geflasht, es war jede Menge Geschenkideen und jetzt hat München keine Ausrede mehr für schlechte Ideen und man kann sich auch eigene Sets zusammenstellen. Zum Beispiel hier kann man sich so ein Tray aussuchen und dann kann man sich seine Badebomben auf dem Running Sushi aussuchen. Danach noch natürlich die Verpackung, in dem Fall natürlich ein schönes, cooles Tuch, da gibt es richtig viel Auswahl mit tollen Motiven und dann wird das Ganze noch schön professionell verpackt. Ja, das nenne ich mal nachhaltig und auch eine richtig schöne Geschenkidee. Zu der Eröffnung hat man auch sehen können, dass Lush auch musikalisch ist, wie man mit Seifen Musik macht und wie das Ganze lief, mehr bei Facebook bei Monaco Deluxe. Ja, das war der Besuch im Lush Store in München. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken.